Er hat eine Headshot-Hitbox. Reicht das soweit? Ja, das geht. Harry, da unten ist dein Dead Dodo. Oh. Da braucht man auf jeden Fall. Oh shit, guck dir mal an. 1,5 Millionen Zucker. Holy shit. Und damit auch ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren und neuen Let's Play-Folge in Ark auf Jurassic Island. Leute, wir holen uns mal schon in lila Bieten, denn vielleicht verbirgt sich der eine oder geile Loot hier drin. Außerdem ist er hier safe zum Holen. Ja, danke Spiel an dieser Stelle hier. So, wir wollen heute speziell ein bisschen was ziehen. Oh, Enki, Enki. Nee, lieber nicht. Ich würde gerne als erstes mal einen Jurassic Park nutzen, also beziehungsweise einen Petri. Ich glaube, die kann man ja auf Geschwindigkeit leveln und zum Beacon sammeln, wären die geil. Denn wir brauchen ja viel Zement, also Biber spawnen. Ich habe schon ein bisschen Biber gelootet, Zement vom Biber Dam gelootet. Und wir brauchen für Megatherium natürlich einen besseren Sattel. Sonst kann ich in die Cave schlecht reingehen und alles. Ich habe ja auch schon ein bisschen gezüchtet. Beziehungsweise ich hole mir noch einen Booty hier ran, damit, wenn er meiner stirbt, nicht so schlimm ist. Ihr seht selber, ich habe die Base jetzt mal ausgebaut. Eine 3x3 Base. Einfach mal hier Öfen rein. Fabrikator habe ich schon gesetzt. Einen Generator, zwei Kühlschränke. Eine Jurassic Park Smithy habe ich auch schon gemacht. Denn unser Ziel wäre es natürlich, die bessere Waffe zu machen. Denn mit dem Jurassic Park Petri kann ich, glaube ich, dieser Bewegungsgeschwindigkeit skillen. Dann kann ich schneller Tech-Tiri haben, schneller Electronics kommen. Polymer ist kein Problem. Da kann ich mir einen Tech-Teleporter setzen. Das ist alles problemlos. Ne, ihr seht selber, hier ist ein kleines bisschen Ding. Oben noch natürlich die Klappe, dass man auch in den Archie rein kann und so. Und sonst nichts Weltbewegendes. Ich habe letztens einen Bogen gefunden und den werden wir uns natürlich bauen, Leute. Ich mache jetzt nicht mal Crafting-Skill oder so, mache ich gar nicht. Wir brauchen ein bisschen Holz und wir brauchen noch ein bisschen Faser. Das haben wir aber alles hier. Das ist kein Problem. Okay, Fasern haben wir leider nicht. Dann mache ich mir schnell eine Sichel, wenn es geht. Zack, dann machen wir schnell ein bisschen Fasern ernten. Weil, das glaube ich, ein 190er Bogen, der könnte snacken. Der könnte den Petri, also vielleicht zum 130er würde ich schon, 130er, 22 ist ein Max-Level. So ein 110er wäre halt schon cool. Vielleicht können wir die auch mal züchten. Und ja, Leute, ja, ich weiß. Magst du hier, so ich gesagt habe, der Dodo kommt in unseren Familienclan. Perfekt. Denn, wie gesagt, wenn er schon so lange überlebt, hey, dann kommt er rein. Die Weißen können wir mal wegschmeißen. So, der müsste eigentlich recht schnell. Ja, komm, Mann. Ja, der ist ruckzuck fertig. So, in der Zwischenzeit hol ich mir noch ein bisschen Pause und gleich eine gute Menge. Harry, da unten ist dein Dead Dodo. Oh. Da braucht man auf jeden Fall. Oh, shit, guck dir mal an. 1,5 Millionen Zucker. Holy shit. Oh, der hat ja alles weggemoscht. Alter, der wäre geil. Gibt's für den Dead Dodo einen Sattel? Den gibt's einen Sattel. Geil. Hat er fast keine Rüstung. Okay, ist er natürlich auch, ja, übelst stark. Also, wir brauchen natürlich noch ein paar Fasern. Die nehmen wir jetzt gleich mit, die ganzen. Und dann können die nachspawnen. Metall spawnt hier leider nicht nach, aber das ist kein Problem, Leute. Wir können ja, wie soll ich sagen? Wir können in dieser Hinsicht Metall holen, das ist kein Problem. So, du kommst mit. Die nehme ich dann mit, die zwei. Perfekt. So, dann nehme ich das noch mit. Das nehme ich auch mit. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich es mal. Keine Ahnung. Also, dann schauen wir mal Petris. Ein Archie. Ich glaube, die kann man bowlern. Ich hoffe zumindest, man kann die bowlern. Nur was muss man was. Problem ist, was da habe ich zum Glück habe ich drei Fallschirme dabei, denn die Dudes, die heben einen ja ab. Und ja. PT, da war doch gerade einer. Da war doch einer. Den will ich. Genau so ein Dude will ich. Skorpion. Hallo, kannst du mal bitte. Ich kann die nicht sehen. Petri, kannst du mal bitte schön ruhig halten? Skorpion 64, 20. Das Problem ist halt, ich kann halt schlecht 30 Stück auf einmal ziehen. Das ist. Ein 64er wäre okay zum Anfang. Seht ihr das? Wir könnten mal mit denen versuchen. Ja, der kommt auch. Perfekt. Der folgt mir jetzt. Bei dem probieren wir es mal. Das ist ein schlechterer. Es ist okay soweit. Oh, scheiße, der zweite. Ach komm, jetzt kommen da alle hinterher. Vielleicht lassen die anderen eher ein bisschen ab. Das wäre mein Ziel.
Perfekt! Es hat geklappt, Leute. Hat es gereicht? Scheiße, die machen viel zu viel Schaden, die Dinger. Okay, wir brauchen eine Flinte. Alter, guckt euch mal an. Oh, und Jurassic World Petris. Oh shit, hier ist absoluter Moshpit. Holy shit. Und jetzt kommt da ein Acrocanthosaurus, der beißt da mal ein bisschen genüsslich rein. Auf jeden Fall. Cool. Giga. Giga und Alu. Also das heftig, Leute, wir haben eine Mission. Wir müssen zuallererst, ja, brauchen einen guten Flug, der sieht selber, der ist ein bisschen arschlangsam, muss ich es bald sagen, ja. Hier ist er. Flüchten und nicht attacken. So. Ja. Ja, dort eine Headshot-Box. Reicht das soweit? Ja, das geht! Das geht, Leute! Der erste Dino, das wird was. Komm. Ja. Perfekt, Leute, ja, geil! Was wir auf jeden Fall bräuchten, wäre eine bessere Flinte oder eine Flinte, die doppelt ein Ding macht. Also. Ja. Eine Doppelflinte wäre geil. Der ist weg. Kann ich den auch tracken? Den kann ich auch tracken. Der ist perfekt. Ich hoffe, der verliert seine Topo nicht so schnell. 6,5 Stunden später. Perfekt, Leute. Da haben wir ja den ersten Dude. Und was sagen die Werte? Das Primate, das kannst du behalten. Ich hol mir ein neues. Ich habe sogar den Sattel satt machen können. Wir müssen nur das Tracken schnell wegmachen. Perfekt. Und jetzt will ich dich mal kurz testen. Hey. Oh shit, ist der schnell. Holy shit, ist der schnell. Den natürlich als gut wäre natürlich richtig top. Also, du hast 1000 Leben. Ist scheiße. 1000 Ausdauer, okay. 300 Gewicht ist nicht mal schlecht. Was hat der normale Pete? Der hat halt. Guck mal, der hat jetzt schon 1000 Ausdauer. Ich weiß halt leider nicht. Ich hau mal das Fleisch hier rein. Und wir packen unseren Pete mal in den Cryopod. Denn, Leute, ich habe noch einen gefunden. Ich hoffe, der ist noch da. Wir werden es gleich sehen. Und, ja, dann können wir vielleicht den auch noch mitnehmen. Ich würde mal gern den probieren. Der kriegt ein bisschen Fleisch. Guck dich mal an. Und Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, seht ihr, kann ich leveln. Nämlich, wo war der wieder? Ja, jetzt ist halt Nebel. Ist halt scheiße hier gerade. Hier ist ein Quetzel. Und Ausdauer, guck dir mal, wie langsam die leer geht. Komm her. Perfekt. Nämlich, guck dich mal an. Und ich glaube, das war der, oder? Level 108. Leute, die nehmen wir mit. Egal, was das letzte hat. Den will ich haben. Bisschen auf Gewicht, dass der ein bisschen was tragen kann. Erstmal so 500 Gewicht. Und den wirklich, ich würde die prägen und alles. Da geht da richtig was ab. Komm. Perfekt. Erfolgt. Oh shit, Leute, ich fliege gleich. Scheiße.
kann ich denn hinlocken? Ich muss Richtung Berg. Ich muss Küste. Sofort. Ganz schnell. Oh, oh nein, nein, nein. Also das wäre unfair, wenn ich das so sterben würde. Oh, bitte nicht. Alter, guck dich mal an. Ich habe 4 Leben. Kann ich bitte jetzt in dieser Perspektive bleiben? Och, du Scheiße. Warte mal, mir macht es ganz einfach so, Leute. Base. Vergesst es. Ich scheiße auf den PT. Ach du Scheiße, bin ich schnell gestorben. Ich hätte... Warte mal, kann der da ja durch? Er kann sogar durch. Da muss ja irgendwo nochmals, irgendwo muss er ja sein. Weil, sagen wir mal so, an sich passiert in dem Petri hier nichts. Also klar, ein Tüler. Ich glaube aber nicht, dass ein Tüler. Was ist jetzt los? Nein, was ist denn jetzt schon wieder für ein Problem? Genau, die locken wir jetzt hier draußen hin, da bauen wir einen Cave. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Stunden gesucht. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Also ich nehme jetzt mal den, ich habe sogar einen High-Level gefunden, Mail, ich glaube der 116, das sollte noch dabei sein. So, wir machen mal die Folie ready. Dass die auch nicht rauskommen, ja, genau. So, dann machen wir hier etwa 1. Kann ich auch hier raus? Ich kann leider nicht raus. Oh shit, der darf folgen. So. So. Ja, ich mach's einfach so und dann bowler ich die Jungs. Das wäre am einfachsten. So. Petri 1 ist hier, oder? Das ist der 116. Das ist so der Gamel. Das hat Nebel jetzt gerade. Das hat Scheiße. Wie mal. Der Mail kommt auch bitte schon mit. Wir locken hier schön rein. Vielleicht klappt es auch so, wenn ich genau drüber fliege und drunten rein. Das könnte auch klappen, Leute. Das könnte auch klappen. Ich will auch, ich nehme die all beiden mit. Dann haben wir ein bisschen was zum Züchten auf jeden Fall. Und wenn wir nochmal ein High-Level-Weibchen finden, Leute, dann müsste das auch machbar sein. Ja, das war natürlich nicht geil. So. Perfekt. Sie sind drin. Ja. Das ist leider kein Headshot-Hitbox. Perfekt, der liegt. So. Hat doch sehr gut geklappt. Aber wo ist der zweite hin? Geil. Was hast du für Stats? Oh. Das ist sehr viel in Ding. Bewegungsgeschwindigkeit geskillt. Aber ihr seht, ich kann endlich züchten ein bisschen. Das ist okay. Das ist meine Intervention. Das ist perfekt. Aber wo ist der zweite gerade hin? Ich suche jetzt mal. Wir tracken den und ich suche mir noch einen. Vielleicht findet man noch ein Weibchen, weil dann kann ich mir mehr Eier produzieren. Auf einmal geht es gleich ein bisschen besser voran. 100er? 100er Female. Ja, perfekt, das nehmen wir noch mit. Und jetzt Flieder. Perfekt. Damit ist es easy einfach. Und jetzt haben wir die ersten Flugtiere und das sind auch die nächsten Dinos leichter zu finden und zu suchen. Man züchtet die normalen Petris nicht. Ich kann sie ja auch mitzüchten. Was ist das für einer? Ein 36er. So, die Dudes sind fertig. Das können wir löschen, alle beide. Was haben wir die für Stats? 30 Nahkampfschaden ist cool. 440 Gewicht, also 24 Punkte ist top. 1200 Ausdauer, okay. Das Mädchen hat nicht ganz so viel, aber die haben fast den gleichen Stats, seht ihr das? Der eine hat nur ein bisschen besseren Ausdauerwert und der andere, also ein Punkt Ausdauer W hat sie mehr.
Und Leber haben sie gleich, guck dir an. Einfach die gleichen Werte bekommen. So. Also. Dann, bitte schön zu mir. Und er port mir nach Hause. Die sind weg, okay. Ja. Gib das Ei. Perfekt. So. Dann schalten wir mal die wieder aus. Weil ich jetzt eh nicht, der ist eh cool da oben. Das Ei packen wir mal hier rein. Das ist mal safe, genau. Perfekt, Alter. Und dann würde ich sagen, Leute, es war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Seid gespannt. Wir ziehen uns den ersten Fleischtest. Wir brauchen ein Ding. Bären wären auch cool, aber wir haben mal den Low-Level-Trike gezogen am Anfang. Den nehme ich mir zu gerne zum Bärenfarm. Das reicht für am Anfang auch, weil ich bringe sie eh nicht hier. Was wir noch brauchen, wäre die Chemistry Bench. Kann ich die schon bauen? Nee. Chemistry, Chemie, Labor. Die war echt spät, oder? Oh, die können wir schon bauen. Perfekt. Die könnten wir schon bauen. Okay. Weil die würde uns das Leben einiges erleichtern, Leute. Wie gesagt, sind wir halt schneller. Wir brauchen, Elektronik, sag mal, Crystal geht, Metall geht, Polymer geht, Zement geht, Zimpulver geht. Hey Leute, wir bauen die. Ich werde die vorbereiten, dann quetschen wir die noch hier rein. Die passt perfekt hier rein. Einen einzigen Tresor würde ich halt gerne machen. Da muss ich halt den Räucherofen nochmal umplatzieren auf jeden Fall. Den platzieren wir woanders hin dann. Kann ich hier noch ein Tresor im Ding. Hab ein bisschen mehr Platz, Ding. Und, beziehungsweise wenn der Tresor ist, können wir platzieren noch die Räucherkammer hinstellen. Und die Öfen, beziehungsweise den Mörser, ja, haben wir ausgedankt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.